Salam alaikum, meine Brüder. Ich halte einen Vortrag von mir, wie ich zum Islam übergetreten bin. Ich habe einen guten Freund kennengelernt, einen guten Bruder. Und er hat mich Tag für Tag gefragt, was ist mit dir los? Und ich sagte zu ihm, ja, ich sehe zu viele Sachen, alles verändert sich so zu schnell und so. Und er hat zu mir gesagt, komm, ich lade dich ein zum Moschee. Du guckst mal, wie gut die Sachen sind, wie die Leute auf dich zugehen. Wo nicht heißt, ach, wann kommst du, mach, dass du arbeitest, sondern wo die Leute auf dich zugehen und sagen, wie geht's dir, was man noch nicht gekannt hat, die Seiten. Und ich habe gesagt, okay, und habe das gemacht und ich habe gemerkt, mir ging's besser, habe mich verfasst mit meiner Bibel von damals und habe dann Rückschlüsse gemacht von der Bibel, von dem Koran heute und habe gemerkt, dass da so ein bisschen Unstimmigkeiten sind, aber auch damals nicht erfahren habe von meinen Fahrer, ob da Unstimmigkeiten drin sind, ob damals irgendwie was rausgenommen worden ist oder nicht. Woran als Punkte, wo man sich nicht festhalten konnte, ob das so ist oder nicht. Und konnte auch keine Aussage machen, deswegen hatte ich auch gemerkt, dass das falsch ist, dieser Weg. Und mittlerweile gehe ich den richtigen Weg und hoffe, dass ihr auch den richtigen Weg geht.